Ist aber gemein, ihn so zu nennen. Hey, wie nennen wir diese? Welchen Spitznamen geben wir einem Monster? Wir nennen es ungeladener Gast. Gemeiner kann es ja gar nicht zu dem Monster sein. Hätten sie es lieber einfach so machen sollen, wie es im Abenteuerführer steht: der Bomber-Wyvern. So, das. T-Rex, mach mich nicht fuchsig, das. Komm her. Genau wo ich reingehe, haut der ab. Jetzt ist der Baselkuss abgehauen, jetzt muss ich dem erstmal wieder hinterher. Ja, der ist wenigstens in meine Richtung geflüchtet. Komm her, du riesengroßer Schreier jetzt. Ja, ja, schrei mich ruhig an, Hauser, du wirst auf mich scharf, danke. Ich weiß, wie falsch das klang. Ich wollte es nicht gesagt haben. Also meine Spezialmunition macht jetzt auch mehr Schaden. Ich müsste aber trotzdem noch mal einen weiteren Booster in die Rüstung packen. So, hier bin ich. Ich bring was Schreiendes mit. Achtung, da kommt was. Ach, dann soll er. Ach, warte, da fällt mir ein. Bleib stehen. Ich muss dich mal noch mit Dämon treffen. Ach, so, hab dich getroffen. Ich hatte auf dem Revier. Hilfe. Beiß mich nicht. Danke. Nur zur Info, vom T-Krex brauche ich echt nichts mehr. Ich habe den 20 Mal ungefähr umgelegt, um endlich mal die Rüstung vor dem Feuer zu haben. Okay, das war der starke Angriff, das Gebrüll. Der Schweif gehört ganz allein dir. Ich kümmere mich um den Rücken. Wenn er nicht so weit in mir drin liegen würde. Ein Basic, ein Schuppen, ein Rücken, dann noch ein Schuppen. Pam! 500 Schaden! Das macht den Shining glücklich. Wenn ich einmal mit der Weifermuni treffe, dann zieht sie. Obwohl Drachenmunition ist. Aua! Ich lebe noch ganz knapp! Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Ich habe nur noch so einen Fitze gehabt. Ja, die Explosion, die das Viech verursacht, umgeht. Ich habe halt wirklich genau mit einem einzigen Punkt überlebt. Man konnte den Balken schon gar nicht mehr sehen. Genau drüber geschossen. Au. Nutzt du die Wasserpest, die ich auf es drauf geschossen habe? Ja, wenn ich nicht gerade weggesprengt wäre. Von mir oder von ihm? Von ihm. Ich habe so einen Explosivschopper abbekommen. Der macht hier aber auch überall Landminen hin, gefühlt. Ja, was anderes kann das Viech ja auch nicht. Naja, so kenne ich ihn ja schon vom World. Ich habe daneben geschossen. Und ich habe daneben gestrikt.
Wenn du den Sakura-Hieb benutzt, Zeigkäfer, Flüsterer eignen sich eigentlich speziell dafür ganz gut, ne? Weil das dann viel schneller nachlädt. Wie überlebe ich das immer so knapp? Oh, jetzt gerade vermisse ich meine T-Rex-Rüstung. Da schluck ich das und hab's in einem runter. Hallo, da liegt ja einer vor mir auf dem Boden. Ja, das passiert schon mal wieder. Katze, mach was! Ich wäre auch happy, wenn meine Katze mal was anderes tun würde, als irgendwie den Boomerang zu werfen. Au. Diese Unterstützer Katzen bringen in solchen Situationen mehr. Wo ist der hin? Ach, da oben fliegt er. Das haben wir auch gerade gefragt. Hä? Wo ist er hin? Ach, da hat er. Ist der auf mich drauf gefallen? Hast du was da hingelegt? Kannst den Schwanz einsammeln. Du hast ihn eingesammelt, schon abgeschnitten, bevor ich überhaupt wieder da bin. Ich habe extra eine Lehmkröte geholt. Bitte lass mich leben. Ein Börseschwanz klingt ja nicht so sonderlich lecker. Apfelschwanz. Ja, so klingt das bei mir, was ich eingesammelt habe. Die Lebenkröte direkt eingesetzt. Weiß nicht, was das jetzt war. Das war meine Katze. Ich weiß nicht, was ich gebrochen habe. Ich glaube, der Kopf war, der war angeknackst jetzt. Weißt du, ich kann diese sichere Zone auch noch anderweitig verwenden. Ich kann von hier aus schießen, würde er nicht so weit wegstehen. Komm da raus. Der ist legitim aus der Reichweite. Habe ich wenigstens so eine geschützte Zone, von der ich aus ballern kann. Ich habe ihn im Flug getroffen. Pam! Mach dann fast du. Jetzt mach dein Nickerchen. Ich habe keine Fassbomben dabei. Kannst du ihm Weihwandfeuer geben? Da ist kann ich. Frei. Warte, kann ich machen. Da mache ich einmal Safe 500. Richtig, dann wehrt er sich zumindest nicht. Einmal voll aufladen und Feuer! Oh, das war sogar 1000, weil der geschlafen hat. Also das hat gerade richtig gezogen. Wenn der schläft, mache ich den doppelten Schaden. Er ist irgendwas in der Nähe zum Prügeln, der T-Rex. Nee. Doch, der T-Rex ist gerade so, glaube ich, nah genug dran. Ja. Und donner sie ineinander rein. Mach ich gerade. In der Hoffnung, dass man das. Aber ich prüge gerade erstmal noch so ein paar Schuppen aus ihm raus. Ja, prügel die drei drauf. Ach, der Müll. Der T-Rex, der wollte nicht geritten werden. Schade. Hilfe. Aber der T-Rex haut direkt ab, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Autsch! Komm her! Schieß dich auf! Warum hab ich meine Mega-Munition ausgerüstet? Okay, es macht überhaupt nichts bei dem. Also wir jetzt mal mit streuen! Auch wenn ich davon eigentlich gar nichts mehr übrig habe. Was neue Fische? Nee, ich kann nur eine bestimmte Anzahl mitnehmen. So. Fische habe ich mittlerweile sogar angebaut. Ich gehe mal auf die Flügel. So, Explosionsmunition. Warte mal, ich müsste doch eigentlich mittlerweile sehen können. Schlechter Zeitpunkt dafür. Ach, da fällt mir ein Foto.
Oh, das ist eine gute Idee. Ich suche irgendeinen Moment, wo der sich selber irgendwie versucht zu springen. Hilfe! Ein Foto kann ich noch machen. Ich habe eins, wo der in Flammen gehüllt ist. Ück! Ich treffe dich auch da oben, du Penner! Ich nicht. Aber ich wäre gerne auf dem Berg, weil es mich dann weniger trifft, was er wirft. Mich haben gerade 5 Explosionen gleichzeitig getroffen. Ups. Schon wieder, schade, kein Revierkampf. Ja, das sind die besten Fotos, mit denen hast du eigentlich instant gewonnen. Der wollte mogeln. Wir müssten die Revierkampf-Fotos verbieten, weil die einfach zu gut sind. Was heißt hier mogeln? Das hast du beim Rajang auch gemacht. Das Film war aber auch zu gut. Achtung, da kommt gleich nochmal von unten noch raus. Ja, ich jag grad eh meine Ulti rein. Und der ist dann. Irgendwas ist kaputt gegangen. Flügel. Der rechte ist kaputt gegangen, der linke ist glaube ich noch intakt. Der von ihm aus linke ist hinüber. Hilfe! Lass mich! Ich sagte, lass mich! Ich glaube nicht, dass er das will. Ich bin unschuldig. Genau, der hat dir all die Schmerzen zugefügt. Er hat deinen Schweif abgetrennt, nicht ich. Unrecht habe ich nicht. Das hat auch keiner behauptet. Wo willst du hin? Ich muss erstmal wieder hinterherlatschen. Der ist geblendet, der hat keine Ahnung, wo er hinrennt. Ja, und ich muss erstmal hinterher latschen. Ich treffe dich auch da oben. Das Wegfliegen bringt dir gegen mich überhaupt nichts. Ja, und mich merkt es auf Dauer. Ja, dafür hast du ja einen Schützen dabei, dass er ihn runterschießen kann. Wenn er nicht gerade auf mir wenn landet. Er nicht gerade hört. Er landet einmal auf mir und ich bin insta-lib. Das Traurige ist, das ist eine Feuerrüstung, die ich habe. Das ist eigentlich eine perfekte Rüstung gegen den und ich werde halt trotzdem insta-geregt. Der Basil guckt in der Falle. Das habe ich auch noch mal so ganz nebenbei gesehen, als er den Kasten da kaputt gemacht hat, dass sie da drin feststecken können. Das hab ich das erste Mal gesehen beim Diablos, als sie mit dem Kopf in so ein Ding hab reinrasseln lassen. Oh, er ist fangbereit. Das Ding kollabiert. Oh, er hat noch was gebrochen. Gut. Ja, ich glaube, das war. Ist gut, lass mich das setzen. Nein, der Falsch ist reingelatscht. Oh Mann. Den wollte ich nicht drin haben! Kannst du eine Falle setzen, weil mir ist ein anderer Hornox reingerannt. Ja, wenn ich eine dabei hätte. Ich muss die Falle. Bring mal eben in die Grube. Brauchst du nicht, ich. Scheiße, er ist schon geflüchtet. Ich habe nämlich noch eine Fallgrube dabei. Der liegt hier rum. Der ich habe die Fallgrube. So, und diesmal ist kein Tigrixer, der für dich reinrennt. Haben wir uns verstanden? Kein Tigrixer, der sich opfert. Du bleibst da jetzt drin.
Ey, wie mit dem Rajang. Der wirkt nicht gerade friedlich, während er pennt. Jedes andere Vieh wirkt so friedlich, wenn sie endlich schlafen. Und der wirkt immer noch so, als wäre es absolute Akromonster. Sie sieht immer noch so, als würde er gleich als wenn er auch, würde er, wenn er aufwacht, umlegen wollen. Ich finde meine Deko-Rüstung, die ich jetzt trage, ja ganz. Oh, ich habe ein Goldei bekommen. Ich habe einen Basil-Goose-Edelstein bekommen. Den habe ich nicht gekriegt. Und Jägerrang 115. Yippie-hai. Und ich habe noch irgendwas bekommen, aber ich habe vergessen, was das war. Ich habe nicht darauf geachtet, was das war. Das kann ich wieder irgendeine Rolle kaufen oder ich habe den Titel verdient, weil ich das viel so oft umgebracht habe. Ah, ich habe direkt zwei Level-Ups gemacht. So, jetzt verabschiede ich mich mal von der Zuschauerschaft. Ich hoffe, jeden hat es gefallen, hier heute zuzusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Ein Mitleidskommentar für Sunny, dass er nicht dabei war. Der braucht das, sonst weint er. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, was recht lange dauern kann, weil man die Questen jetzt über die Ränge freischaltet. Tschüss!